zu schnell. Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und dies ist die 6. Folge von Observation. Das letzte Mal haben wir, oder die letzten Male haben wir die Asiatin verloren. Wir haben wahrscheinlich unseren Verehrer verloren. Ne, den suchen wir gerade. Den wir zufälligerweise in großer Hoffnung auf einer anderen Station irgendwie finden, in der wir jetzt dann kurz davor jetzt hinfliegen. Ich denke mal, jetzt wird ein guter Spannungspunkt kommen. An sich im Allgemeinen bin ich echt überrascht über dieses Spiel. Viele Rätsel, viel zum Mitdenken und viel Spannung, viel Mysteriöses. Auf sowas stehe ich total. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Deswegen schauen wir gleich weiter und los geht's. Ich bin bereit. Achso, ich muss die Luke jetzt schließen. Mach mal ein bisschen Platz hier. Wo ist denn das jetzt, Mensch? Na, die lässt mich da nicht durch. Das Dokument, das ist ja die Erklärung, wie man hier Türen schließt. Aber meine Dummheit lässt es nicht zu, diese Türsteuerung zu finden. Ist er doch. Genau davor. Lass mich doch da reinfliegen, Mensch. So. Und auf. Ich gehe mal vor. This is only my second time outside the station. And now I have two stations. Aber warum haben wir zwei? Das verstehe ich nicht. Talk about jumping off into the deep end. Okay. That's us tethered together for the jump. If I start to drift, you can try to course correct in the sphere. I'm not sure the science is spot on, but it's better than nothing. You can be my anchor. Okay. Und los. Jump. Okay. Here goes. Hätte ich gerne die Rocket Man Musik. Oh my god, what am I doing? What am I doing? What am I doing? What am I doing? Oh god. Still with me, Sam. This rescue ship is identical. They must have built a secondary station. Like a prototype, maybe. Where would they Eben deswegen, das ist genau die gleiche. Okay, okay, we're almost there. Okay, shit, Sam, you're drifting. Ah, ei, 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 ei. Mann, 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 tu doch gegensteuern, Mensch. Got it. I'm on top. Oh God, I never want to do that again.
be careful. Warum kann ich es jetzt nicht stabilisieren? Die ganze Zeit kann ich damit rumfliegen, außer jetzt. Ich befürchte was, aber ich sag's noch nicht. Erforschen. Strange. My suit is showing ammonia in the air. I'm gonna keep my helmet on until we get out of these modules. Ja, das würde ich dir auch raten. Ich weiß nicht, ob ich mit meiner Befürchtung schon mal rausrücken soll. Oder ob ich etwas vorwegnehme. Schwungskasten. Eieieiei. Zurück. Hallo. Die ist gar nicht mal so unhübsch. Ich da jetzt durch. Da ist doch nichts. Die Luke ist zu. Die Luke muss ich irgendwie öffnen. Dann ist alles offline. Hier sind so Sicherungskasten. Please repeat your previous instruction. I said go forward, Sam, but stay close. Ich bin doch vorne. These hatches are not connected to my system links. Of course, sorry. Just hang on, I'll try to budge them. Gut, mach du auch mal was. Sehr schön, braves Mädchen. There we go. Let's keep going. This is so weird. It's identical. So much for us being a flagship. The hatch ahead is open. We can access Universal. Josh, do you read me? Where are you? We're here. Das ist zu. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Was ist das? Ein Helm. There are signs of injury to the station crew. Oh my god. Is that? Oh god. Gehen wir einfach der Spur. Und hier ein Laptop. Ist es vielleicht der gleiche? Irgendwo ist bestimmt hier ein Code. Ich wüsste jetzt. Ah, da ist er. Gefunden. 1942. 1942. Battlefield.
Hier ist wahrscheinlich nichts mehr. Deswegen gehen wir gerade weiter an den ominösen Helm vorbei. E-Link. Ja, aber wir können ja eh nicht. Nee. Da ist noch ein Laptop. Message to Kruzan. Hi everyone. I know a lot of you have been getting head up about requests from Houston and from me that have been butting into your work this past week. I just wanted to see that you all have a role to play here, and getting frustrated isn't helping anyone. Frustration leads to mistakes, nothing more. As you know, some aspects of every mission are above your pay grade, and you know I can't divulge anything more than that. Keep focused on the task at hand, please. Solche Randinformationen eröffnen nur Spekulation. Aber eigentlich nichts Wertvolles. I have no connection to the UN3 ULB hatch. Emma, I require your assistance. Yeah, on it. Da hinten war keine Tür, oder? Na doch. Könnte sie wahrscheinlich auch öffnen. Ach, it's not opening. Doch. Oh, jetzt stirbt sie. Ja, schön reib es noch. Schön an dir. Aber warte. Willst du nicht noch kurz die Tür aufnehmen? Okay, dann nicht. Oh. Teures US-Material. Oh fuck, bin ich jetzt falsch um? Man verliert schnell die Orientierung. Hier. Ja, das ist richtig. Noch ein Laptop. Aber nichts. What's that laptop, Sam? Was? Der da oben. Ja, kannst du nicht. This is a laptop belonging to Dr. Emma Fisher. It's not mine, Sam. Get it here. Ihr Geliebter, ich wusste es. That's not me, Sam, and I can't be. Oh my god. This isn't another station. It's our station. Bam, bam, bam. The light. You and Six, come on. Ah.
folgen. Okay. Bin ich mal gespannt. Was passiert, wenn Emma 1 auf Emma 2 trifft? Josh, it's Emma! Where are you going? Nicht so schnell! Ich komm. Eieiei. Aua. Sowas von tot, ey. Hier, nimm mich. Hab doch. Junge Dame, was willst du denn von mir? What would you like me to do? I said bring the light here. Come on, hurry up. Ich bin noch da. The fire has steamed up. It can't have been that long. Sam, what the hell is going on? Shit. Jim! Emma. Is that you? Yeah, it's me. I'm here. No, you can't be. How did you get back here? But what do you mean, back here? Well, I saw you go in an airlock with no suit on. You can't be here. Why would I go out the airlock without a suit? Because he opened the fucking door on you. Ich! Ihr habt gar nichts gemacht. Ist eine Lüge. Emma, I'm fucked. Hey, stop. Okay, take it slow. You're pretty much out of oxygen. No gulps, okay? What's happening? How long has it been since we ended up here? A few hours, give or take. I'm not sure. I don't understand what's happening. Hey, Jim. We're not in Earth orbit. We're in the orbit of Saturn. I know. We spoke about it just after it happened. Jim, this is the first time I've seen you since it happened. I got a message from Josh not long ago. That's why I'm here. Where is he? I don't know. I've been running around trying to find something to repair this suit. There's a tear in it. We need to pressurize this module, Emma, or I am a dead man. What about the hatches? There's no power on the way here. There's a tiny bit of power from the panels. We can direct it to one or two hatches at a time, but not them all. Okay. Well, let's get the pressure fixed and then we find Josh. Emma, forget Josh. He didn't push me out of the airlock. I'm here, I'm fine. He killed Ilsa. I saw myself. Josh would never do that. To Ilsa, to me, or anyone. I know, but he's not himself. He's dangerous. Emma, he says he can see noise and words in his vision. He keeps saying bring her over and over again. He's fucking lost it. Okay. Sam, go look for Josh. I'll wait here with Jim until we get pressurized. Okay. Das ist eine gute Idee. Ich weiß nicht, wer das ist. Du glaubst zu denken, es ist Jim. Aber vielleicht ist es Tim. We got the EFR online. We couldn't get her running. Never worked. Nothing works. This place is a tomb. Yeah, I see that.
Okay. Und was, wenn wieder eine scheiß Tür kommt, die ich nicht aufbekomme? Schon mal darüber nachgedacht? Soll ich das mit meinen kleinen Roboterarmen dann öffnen? Okay, los geht's. Josh finden, oder? Josh im russischen Arm suchen, Josh im Universalmodul suchen. Und ich bin mir sicher, Josh ist im ERS-Arm. We'll redirect the power to the hatches on your command, Sam. Do a sweep of the modules. Josh might be hurt. Oh Gott, das wird so eine ewig lange Suche jetzt. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine Unzuverlässigkeit, meine Dappigkeit. Wenn ich dann die Orientierung verliere. So wie jetzt. Ich denke mal, hier muss ich bleiben. Was ist das für ein Zeichen? Mainframe Bay open. Okay. This is the Houston, Sam. Sam? Shit. Houston, I don't know if Sam is broadcasting, but we have problems here. Serious problems. You have to make contact ASAP. I saw Jim heading to RU6 in a hurry and lock himself in. Is he trying to leave? He pushed me out of the way. I've never seen him like that. Oh. Ja gut, er hat ja gesagt, dass er in Raumanzug einen Riss hatte. Oder hat. Und er versucht hatte, das zu fixen. Der hat sich eingesperrt. Mann, das ist ja gut. Ich wollte jetzt gerade sagen, die haben doch einen Comlink, die können doch miteinander kommunizieren. Aber wahrscheinlich haben sie Abbrüche gehabt. Oh Mann. Oh, da liegt ein Zettel. Ach. Das hätte man sowas von übersehen können. Okay. Ach Mann. Von welcher Seite kam ich? Von der Seite kam ich, richtig? Sicherheitshalber gucke ich mir nochmal. Ja, das ist schon mal der richtige Weg. Ich muss mir noch mal kurz den Weg anschauen. Wo sind hier offene Türen? Beziehungsweise wie viele offene Türen gibt es? Da ist der Zettel, das heißt... Der Weg zurück. 180 Grad Drehung. Ja. Weil da ist ein Laptop. Nee, das ist... Das ist Astro-Dingens da. Ja. Jetzt können wir uns auch mal das Foto anschauen. Toll. Aber das ist jetzt wieder ein anderer Weg. Hier ist eine Luke, da ist eine Luke. Also kam er von der Richtung. Ich bin mir nicht sicher. Könnte sein, dass ich jetzt gerade den Weg wieder zurückfliege. Ah, hier sind... Ist das fucking strange.
Hier ist eine Luke. Es müsste noch eine sein irgendwo. Das war jetzt nicht dieselbe Luke. Das sind doch bestimmt so. Ach. Okay. Dann gehen wir jetzt da rein. Haben wir die jetzt geborgen? Auch noch nicht. I still have scope access, even in this low power state. Ailsa would have loved this. With it aimed down at the storm on Saturn, you can see so much of its intricacies. It's a gold mine. If they knew we were going to be here, it makes perfect sense that they would have Ailsa with us. Me too, I guess. All of us. Für mich macht das alles keinen Sinn. Ach, muss man das Spiel verstehen. Hatch RU-1 has been recently closed. It might have something to do with the power being redirected to RU-6. Or it could be something else. Be careful. Ich bin ein kleiner Roboter, mir passiert nichts. Ich glaube, am Anfang hatte man, also hätte man die Möglichkeit gehabt, quasi, weil es ja die identische Station ist, sich alles einzuprägen, wie das aufgebaut ist mit der Karte und so. Jetzt habe ich ja keinen Zugriff auf die Karten. Aber da das ja die identische Station ist, hätte man sich das alles merken können. Oder zumindest sich vertraut machen können mit der Station. Kein Weitwinkelobjektiv oder so, dass man vielleicht ein bisschen was sehen kann. Meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Computer ist auch nichts. Doch. Kann ich nicht drauf zugreifen. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Hat irgendwie nichts gebracht. Wahrscheinlich muss ich jetzt demnächst mal wieder vorskippen. Ich glaube, im Grunde passiert jetzt gerade hier gar nichts. Did you hear the noise too? We did. A few times actually. And each time things got worse and worse. What do you mean? Josh. He said they were signals, that only he could see them. But that they weren't meant for him. I'm telling you, he's dangerous. Okay. Weil ich verwirre mich selber, indem ich rumdrehe, da ich da nicht weiß, von welcher Seite ich eigentlich kam. Na gut, da steht ja RO6. The hatch to UC-2 is offline. Wait, you can't let him in there. That's his mainframe. It's not my Sam's mainframe.
Doesn't matter. It's a bad idea, seriously. Opening now, Sam. Oh, fuck's sake. Muss ich da rein? Oder muss ich eigentlich woanders rein? Boah, ist das das Steuermodul? Mit Katzenbildern. Direkt auf Saturn gerichtet. Mal, ob wir sind hier ja noch. Nope, das kannst du nicht öffnen. Das brauchen wir auch nicht. A-Link auch nicht. Von da kamen wir. Okay, dann gehen wir da rein. Stay away from the mainframe. It's not functioning. It's too risky to turn it on. Maybe we can learn something from it. Oh, dieses Geräusch gefällt mir gar nicht. Alter, seht ihr das? Warum kann ich? You have sustained fatal injuries. My condolences. Sam, I can't hear a word you're saying. I'll be with you soon. Kommt jetzt hierher oder was? Oh, jetzt geht's los, Leute. Was wird sie sagen? Emma 1 trifft auf tote Emma 2. Ist sie gar nicht tot? Auf dem Weg. Könne sie sich mal ein bisschen beeilen? Nicht ewig Zeit. Wahrscheinlich passiert jetzt gerade gar nichts. Ich glaube nicht, dass sie kommt. Puh. Wieder ein guter Zeitpunkt, um diese Folge zu beenden. Haufen voller Cliffhanger. Was passiert, wenn Emma 1 auf Emma tote Emma 2 trifft? Was für Geheimnisse stecken noch dahinter? Und ist Josh wirklich verrückt, wie die anderen sagen? Sind vielleicht nicht die anderen verrückt? Und was hat das mit uns zu tun, mit Sam OS? Fragen über Fragen. Mal gucken, wann wir diese Fragen beantwortet bekommen. Vielleicht mache ich wieder eine kleine Pause. 3 Folgen reichen erstmal. Mal schauen. Entscheide ich spontan. Ich hoffe, euch hat es gefallen bis dahin. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. In dem Sinne, euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.